Ah, der ist zu flach, der ist zu flach, der rennt hier durch. Ach du Schande. Ins Aus. Oh no. Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Turnier hier bei uns in EA Sports PGA Tour. Wir spielen Golf und zwar die fünfte Woche auf der Korn Ferry Tour. Die steht zumindest an. Hilton Head Invitational, Harbor Town Links Course. Wir bleiben sozusagen im Süden der USA. Von Florida geht es jetzt rüber nach South Carolina. Aber bevor wir dieses Turnier starten, gehe ich mal kurz auf einen Kommentar ein, der nämlich lautete, müsste ich denn nicht eigentlich schon für die PGA Tour qualifiziert sein? Jein. Nicht ganz. Nein, es sind eigentlich im Prinzip zwei Qualifikationsrichtlinien. Entweder müssen wir drei Turniere gewonnen haben und im Moment haben wir zwei gewonnen. Ihr seht es links unten, Early Promotion. Zwei Turniere haben wir gewonnen. Uns würde ein drittes fehlen, damit wir also uns die Tourkarte für die PGA dann entsprechend verdient haben. Oder wir müssen eben in die letzten drei Turniere kommen, in die Finals, und da müssen wir im Prinzip, und das sind nämlich nur die besten 75 Spieler, und da müssen wir praktisch unter die Top 25, nee, unter die Top 30 kommen, um uns dann die Tourkarte zu verdienen. Und wenn wir da mal ganz kurz reinschauen, naja, also die Korn Ferry Tour Rankings sehen so aus, dass wir da auf jeden Fall gut mit dabei sind. Und ich denke, dass wir das schaffen können. Nichtsdestoweniger, damit diese Frage beantwortet, wir müssen also auf jeden Fall noch auf der Tour ein paar Turniere spielen. Ich hoffe vielleicht sogar nur noch eins, aber ich würde natürlich auch gerne die Finals spielen, denn wenn wir da mal reinschauen, das wären dann die Finals TPC Boston, Quail Hollow und natürlich Pebble Beach dann zum Finale. Da gibt es ja dann auch jeweils 1000 Punkte. Wir haben ja bisher immer 500 Punkte uns erarbeitet oder bekommen beim Turnier. Dem letzten Turnier eben vor den Finals gibt es nochmal 600 Punkte in Bandon Dunes. Und dann, wie gesagt, bei den Finals gibt es dann 1000 Punkte. Aber ihr seht es auch, das Feld 75 Spieler bis zum Ende. Und die besten 30, die qualifizieren sich eben dann für die PGA Tour. Okay, so, bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich bei den Career Settings natürlich was anpassen. Wir werden hier oben natürlich die AI Scoring Difficulty jetzt hochsetzen, auf jeden Fall mal auf 90, um zu sehen, ob das dann, sage ich mal, das Feld etwas mehr zusammenhält. Denn man muss ganz klar sagen, wir haben dann doch das Feld ziemlich dominiert, und da schauen wir einfach mal, wenn wir das Ganze auf 90 machen, ob dann das Ganze etwas besser wird. Sollten wir tatsächlich das dritte Turnier gewinnen, möchte ich aber trotzdem die Conferry Tour gerne zu Ende spielen, und dann würden wir hier eventuell bei den Regular Events umschalten auf Quick. Das heißt, dann wird nämlich nur noch die wichtigsten Löcher gespielt, in Anführungszeichen, beziehungsweise, lasst mich schauen, Quick heißt, will play all the holes in the tournament, with quick rounds, you will only play the most important holes, also das heißt, da werden nur eine gewisse ausgewählte Bahnen gespielt, eben nicht alle 18 nur ausgewählt, müsste man mal schauen, wie sich das dann wirklich auswirkt. Ansonsten, wenn wir auf Full gehen, können wir auch sagen, wir spielen nur eine Runde, und diese eine Runde entscheidet dann mehr oder weniger, wo wir dann am Ende landen. Also das können wir dann alles nochmal ausprobieren. Sollte es uns tatsächlich gelingen, die Hilton Head Invitational zu gewinnen. Also, all pairings off, round type full, round per event. Wir spielen auf jeden Fall 4 AI pairings off. Ja, wieso können wir das jetzt einschalten? Das können wir doch... Nee, das geht ja nicht, weil wir ja keine Spieler haben, die KI-Spieler, die ja zu dieser Tour passen. Okay, das gibt's dann erst auf der PGA. So, also wir lassen es bei 90, dann schauen wir mal, wo wir landen. Ich akzeptiere das Ganze. Unser Spieler wieder mal für den Donnerstag. Oh, Wind ist stark, 8 bis 12. Das wird interessant, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Wir starten die Runde. Harbor Town Golf Links in South Carolina. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to showcase the finest young golfers
from around the globe. A gorgeous day in South Carolina here at Harbortown Golf Links. It's live, first-round coverage of the Hilton Head Invitational. This promises to be a fun 4 days, a lot of storylines to get to as we check out the early leaderboard. Some good names up there, including our leader. Designed by the legendary Pete Dye with the great Jack Nicklaus Consulting, Harbortown has a bit of that Scottish Lynx flair, starting right here at the 410-yard par 4 first. A shoot of a fairway, only 20 yards wide, greets you, so a straight drive is required. Let's get started. So, wir gehen sozusagen von einem Pete Dye-Kurs zu einem Pete Dye-Kurs, denn TPC Sawgrass ebenfalls, ich würde fast sagen, der bekannteste, berühmteste, aber eben Harbortown auch von ihm. Es gibt die charakteristischen Elemente. Wir müssen schauen, dass wir auf der 1 natürlich möglichst weit rechts reinkommen. Der Wind drückt den Ball unheimlich nach links und liegen wir links, dann müssen wir hier links über die Bäume spielen zur Fahne, die links im Grün steckt. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Wir müssen also schauen hier auf die rechte Seite zu kommen. Das wird schwer genug. Da müssen wir definitiv kräftig einen Fade hier reinspielen. Und wir stellen uns an den Ball für die Front 9 Harbortown Corn Ferry Tour, die 5. Woche. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Oh, der ist zu weit links. Da hat der Fade überhaupt nicht gegriffen. Get that first one out of the way, and that's gonna be a good one to get this tournament started. Jo, da hat er überhaupt nicht gegriffen. This player very simply has the look of a winner. The bounce in the step, the smile, the ease with which they're playing this next round. Nothing like getting that first win in your hip pocket, right? You know it. So. Well, over the course of your career, there's a handful of things that you always remember. You remember your first win as a junior golfer. You remember your first big win as an amateur. Now, your first win as a professional sticks in your mind for the rest of your life, but this is the professional game. You've got to keep building. So, also ihr seht jetzt, wir spielen hier einen Punch. Wir werden versuchen, praktisch unter den Bäumen durchzuspielen. Das Spannende an der ganzen Sache ist deswegen ja auch ein sehr flaches Eisen, ein Eisen 5. Das Spannende an der Sache ist natürlich, wie viel Roll wird er dann haben? Wo wird er dann hinten landen? Oh yay. Wir können wir da noch ein bisschen versuchen, die Kurve reinzuspielen, dass er zumindest... Ja... Also ich will den eigentlich wirklich ein wenig kurz spielen. Die Frage wird halt wirklich sein, wie kommen wir hier rein? Er müsste eigentlich da aufkommen und dann da reinrollen. Ah, der ist zu flach, der ist zu flach, der rennt hier durch. Ach du Schande, ins Aus. Oh no. Oh no. Wieso war der so schnell? Wieso war der jetzt so schnell? Also das leuchtet mir jetzt gar nicht ein. Wenn man sich das jetzt hier mal ansieht. Und wir haben den ja extra schon mit einem Eisen 6 gespielt. Der ist ja wie wild durchgelaufen. Tja, Eisen 7. Hoch anspielen. Naja, der wäre deutlich besser gewesen. Oje, 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 da droht das Doppelbogey. Gleich zu Beginn werden wir aber deutlich nach hinten geworfen. So sieht's aus. Okay, Pitch 17. Wir gehen auf 12. Ja, der wird nach links springen. Noch ein bisschen hoch. Das Raff wird auch ein bisschen bremsen. And that will scoot on by and leave a lengthy putt there for his double. But too lengthy, in my opinion. You've got to stop that ball closer to the hole.
Oje, oje, oje. Der ist auch noch nicht drin. Über die linke Seite. Wir haben Break. Ein bisschen mehr. Ja, das ist nicht der Auftakt, den ich mir gewünscht habe. So, also. Second hole, the first of three par fives here at Harbortown. At a mere 502 yards, it is also the shortest of these par fives. Any misses right or left of the fairway could block you out from going for the green in two. But a drive of the short grass could open up one of the best scoring opportunities on the course. So, dann werden wir ja gleich von der ersten Bahn an gegen den Cut kämpfen müssen. Okay. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz hier ins Leaderboard. Wie sieht es jetzt überhaupt aus? Minus 6 ist eigentlich das, was im Moment steht. Wir wären jetzt mit plus 2 geteilter 58er. Das geht einigermaßen. Ich denke, bei 144 wird der Cut bei 75 ungefähr liegen. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unter Par kommen. Und der Wind macht uns da einen bösen Strich durch die Rechnung. Es ist ein Par 5, aber wir müssen echt schauen, dass der hier ordentlich mal nach rüberfliegt. Gibt's ja nicht. So. Okay. Ja, jetzt hat er aber die Kurve. Und jetzt ist er zu weit rechts. Oh, 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 oh. Da tun wir uns aber ein bisschen schwer im Moment. Easy to see, wind is going to be the most determining factor today, Rich. You're kidding me. Das soll jetzt aber nicht wirklich heißen, dass wir da durch die Bäume kommen, oder? Kommen wir da tatsächlich durch die Bäume? Mit dem Hybrid. Wir kämen da durch die Bäume, aber viel weiter links natürlich. Tja, die Alternative wäre natürlich irgendwie hier rum, aber das macht ja irgendwie, da würden wir ja irgendwo bei den Zuschauern da landen. Arr. Augenblick. Wie war denn das jetzt nochmal mit dem Reset? Wir können es tatsächlich mal so probieren. Spaßeshalber. Im Zweifel liegen wir im Bunker, machen einen Bunkerschlag. Es ist ja ein Par 5. Wir müssten halt nur schauen, dass wir das Par spielen. Aber ich sehe gerade 88 bis 96. 88 bis 96. Wir werden da vermutlich gar nicht hinkommen mit dem Eisen 4. Dann doch. Na. Doch das Hybrid. Gut, das Hybrid hier durch. Okay. Ah ja. Okay, er bleibt vor dem Bunker liegen. Das heißt, wir müssen den hoch. Ein Lobshot wird uns hoffentlich aufs Grün bringen. Oh, da sind wir aber echt von Anfang an in Trouble. So. Ah, wir kommen da gar nicht hin. Müssen wir einen Longflop machen. Weil ich will auf jeden Fall hintern Stock. Der soll auf keinen Fall zu kurz sein. Dann würde er ja nach links bouncen. Okay. Ja, das sieht fast so aus, als könnten wir ein Birdie spielen. Unkonventionell durch die Bäume. Not much to this one. It's for Birdie. Okay, no problems there. Finishing off a birdie at number two. Ja, da sehe ich schon, das wird eine interessante Runde. This third hole at 469 yards is pure Harbortown. It's narrow. The emphasis here is on hit your tee shot in play. And a par is a good score, I promise you.
So, Par 4. Und der Wind wird weiterhin natürlich uns den Ball... Oh, wir haben Gegenwind. Okay, dann haben wir wenigstens kein Richtungsproblem. Dann haben wir nur ein Längenproblem. Okay, dann haben wir nur ein Längenproblem. Das heißt, wir werden ein bisschen flacher spielen. Ja, dann kriegen wir den jetzt hoffentlich endlich mal aufs Fairway. So dass wir einen vernünftigen Annäherungsschlag machen können. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. Naja, 257 Yards ist jetzt nicht der Burner. Half club or more as he sets for a second into the wind. Ja, der Wind ist schon stark. Der Wind ist sehr, sehr stark. So, jetzt nochmal schauen, was haben wir davor? Ein Bunker. Eisen 7. Eisen 7. 181, noch ein bisschen mehr. Wir müssen auf jeden Fall rechts von dem Stock, da haben wir mehr Platz auf dem Grün. Ja, das sollte doch reichen. Ja, komm, 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 komm. Spring nach vorne. Ah. So, die Frage. Texas Wedge oder wieder chippen? Ein Chip, Chip, Chip. 8. Ein Chip. Über links. Komm, 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 lauf! Oh, nee! Oh, is that any good? Perfect. That was tracking pretty well, too. That could have gone in for the same price. Also ein Tap-In zum Pärchen. Safely in, it's a par here at the third. And he'll stay at one over. So, wir arbeiten uns langsam vor. Doppelbogey-Birdie-Par. 48. This is vintage Pete Dye, isn't it? Risk and reward, 200 yard, par 3, 4th. Obviously, you need to carry that water hazard running the entire length of this hole. You're going to miss. You miss right. You don't want to miss it short or long, that's for sure. That's where the Gators are waiting for some golf balls. So, dieses Par 3 ist extrem schwierig zu spielen. Wir haben unheimlichen Wind von rechts. Wir haben etwas Gegenwind. Deswegen tue ich mich gerade schwer. Ich tue mich gerade schwer, ob hier tatsächlich das Eisen reicht. Ja, ruckzuck. Hinten dran ist ein Bunker, gell? Der fängt die Bälle. Jedenfalls ein Teil. Wir werden hier weiter rechts anspielen, damit er hoffentlich aufs Grün kommt. Hoch anspielen. Oh, der geht sofort nach links. Ei! Und bleib liegen. Puh. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Second shot now, here at the par 3. Ja, ich muss sagen, das ist alles ein bisschen wild. Kontrolle sieht eigentlich anders aus. So, 3. Geht ein bisschen zum Stock. Ja, guter Chip, guter Chip. I think I'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? Yo. I certainly do. It was so, so good. So, den müssen wir jetzt, dürfen wir nicht verhunzen. Der bricht nach rechts. Okay. Okay, that one finished off. It's a par here at 4. And he'll stay right where he is. So, wir müssen darauf achten, nicht weiter zurückzufallen. The fifth hole at Harbortown is the second of the three par fives at 549 yards. A good drive should leave players with the chance to try and reach this green in two. But one larger and one smaller bunker protect the left side of this deep but narrow green. Ja, richtig schöner Bunker hier auf der rechten Seite mit so einer kleinen Insel. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein schwieriges Par 5, 529 Yard, aber wir haben Rückenwind, das ist natürlich hervorragend. Wir haben Rückenwind, der Ball geht ein bisschen nach links,
Wir werden den hoffentlich noch mit dem Draw ein kleines bisschen mehr Kurve geben können. Wir müssen aufpassen, dass er aber da nicht hier im Bunker landet. Okay. So, nimmt er die Kurve richtig an? Er hat sie ein bisschen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Er bleibt auf dem Fairway liegen. We'll do just fine. Hervorragend. Wäre natürlich gut, wenn wir hier nochmal ein Birdie spielen können. Mit dem Rückenwind können wir auf jeden Fall das Grün erreichen. Wir werden aber mit dem Hybrid spielen. Ah, mit dem Hybrid, ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Den Bunker, gell? Ja, Eisen 4 mit Rückenwind. Der sollte doch dann eigentlich hochrollen. Der sollte doch da eigentlich hochrollen können. Die False Front ist nicht stark. Ansonsten wird es halt ein Pitch. Aber mit dem Hybrid habe ich die Bedenken, dass er auf dem Grün aufkommt und dann wieder durchrollt. Ja, mit dem Rückenwind 12 Miles. Wir nehmen das Eisen. Kleines bisschen rechts. Ja, startet sofort rechts. Ja, komm. Ja, ein bisschen über die Welle. Und er ist zumindest mal auf dem Grün. Sehr gut. Okay, that worked out well. Landing just short, releases onto the green. Still a long ways to go, though, to make the Eagle 3 here. Yeah, at least so. You get a nice enjoyable walk with the putter in the hand. So, it certainly works out well. So, 54 Fuß, 56, okay. Ist natürlich ganz schön ordentlich. Es geht einen Fuß nach oben. Das heißt für uns auf jeden Fall hierher. Vier Kästchen, sogar ein bisschen mehr. Okay, und jetzt schauen wir mal. Also am Anfang bricht es deutlich nach links. Dann geht es eben die Welle runter. Wir müssen da auch berghoch spielen. Dann bricht alles wieder da vorne ein bisschen nach rechts. Und dann wieder da vorne wieder nach links. Eieieiei. Also in Summe würde ich sagen, bleiben wir etwas mehr auf der rechten Seite. Und dann sollte er doch hoffentlich Richtung Stock rennen. Naja, dann ist eher, ich sag mal, die Länge entscheidend. Gehen wir ein kleines bisschen kürzer. Wenigstens an den Stock, damit wir ein Birdie spielen können. Okay, hätten wir doch ein bisschen länger gehen können. Aber das ist ein guter Putt. Auf jeden Fall ein sehr guter Putt. 3 Fuß und wir haben die Chance, wieder auf Even Par zu gehen. Oh. Jetzt hatte ich doch ein bisschen, wurde ich nervös, weil mein Controller so vibriert hat. Sehr gut, wir sind wieder Even Par, wir sind wieder im Geschäft, 32. im Moment. Now to the 419 yard, par 46. Dogleg right, best to aim the tee shot to the left of the fairway bunker on the right. Land there and the green is very accessible and a birdie might be in the offing. Ja, da sehen wir die Äste, die ein bisschen, wenn man zu weit links ist, dann in den Weg kommen. Muss man ein bisschen aufpassen, möglichst rechts ins Fairway kommen. Ein 412 Yards langes Par 4. Der Wind hilft uns, den Ball auf die rechte Seite des Fairways zu bekommen. Aber wir sehen es auch, da ist ein Bunker. Ja, da ist ein Bunker. Ja, der drückt den schon ganz schön rüber. Ich glaube, wir brauchen überhaupt gar nichts machen hier, was die Kurve angeht. Der wird schon von selber genügend Kurve bekommen. Sauber durchgeschwungen. Ja, jetzt ein bisschen nach rechts. Ja, okay. So, dann schauen wir mal, ob wir dicht genug dran sind. Eisen 9, okay. 139 left to the flag. And the pin on the back portion in the left-hand side of this green. Wir haben Rückenwind. Ein Wedge. Und diesen Knockdown. Damit soll er ja eigentlich schnell zum Liegen kommen, ne? Können wir mal spaßeshalber probieren. Der Wind... Ja, da drückt den auf jeden Fall rüber.
Aber ich möchte eigentlich gar nicht so viel dagegen tun. Ja, schauen wir mal, was da passiert mit diesem Knockdown. Oh ja, der kommt rüber. Jetzt sollte er doch eigentlich sofort liegen. Na. Aber eigentlich pin high, so wie ich das sehe. Good in the air. You'd like to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. So, der Putt ist natürlich ganz, ganz spannend und anspruchsvoll. Das sieht man. Wären wir lieber etwas kürzer geblieben, aber dann eben auf Höhe. Naja, gut, wir können uns jetzt die Sache nicht mehr raussuchen. Wenn ich das aber richtig sehe, geht es ein kleines bisschen für uns bergab, aber das spielt keine so große Rolle. Das Problem ist natürlich dieses unheimliche Break. Ein Wahnsinns-Break nach links. Okay, wie ihr wisst, wie es ist. Wir versuchen immer rechts vom Loch zu bleiben. Dann rollt er praktisch, wenn das Break zu groß ist, rollt er zum Loch. Er rollt sowieso dann zum Loch. Wenn wir zu wenig Break machen, rollt er uns ja im Prinzip vom Loch weg. Okay. Ja, wir machen das schon ein bisschen mit Überzeugung. Ja, seht ihr, jetzt geht er links runter und bleibt aber rechts zum Loch. Okay. Aber deutlich zu schnell. Deutlich zu schnell. So, aber hinter der Bahn haben wir zum Glück kein solches Break mehr. Also sollte uns das Paar jetzt doch gelingen. Oh, linke Lochkante. Über links. And he'll stay at even par. On to the seventh at 195 yards. This one of the tougher par threes on the course. The water shouldn't be a big issue. We're pressing those two giant trees that serve like sentries at the front of the green. Any ball that gets hung up in there could very likely come down in that bunker that encircles about 90% of the green. So, an dieses Paar 3 kann ich mich noch gut erinnern, relativ am Anfang. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Herzschlag-Moment, wo uns beinahe, hätten wir beinahe ein Hole-in-One gespielt. Das wäre natürlich heute auch hervorragend. Jetzt haben wir natürlich wieder den umgekehrten Fall. Wir haben extremen Gegenwind. Ein Eisen 5, ein Eisen 4, ein Eisen 5 etwas länger. Er wird dann auf dem Grün rollen. Wir können eigentlich ziemlich straight rein. Die Fahne, ja, die Bäume sollten da nicht stören. Ich überlege nur die ganze Zeit, die Länge ist jetzt entscheidend. Das Fünfer wird rollen. Also machen wir hier ein bisschen mehr diese Richtung. Das Grün ist ja relativ flach und eben. Es geht ein bisschen bergauf zum Stock. Okay, besser ist, dass er vor dem Stock liegen bleibt. Okay, noch ein bisschen höher anspielen. Weil dann hätten wir einen leichten Bergauf-Putt. Ja, okay. Gut. Gut, gut, gut. Okay, safely aboard. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. And he is in an ideal spot, just below the hole. I don't see any movement at all. Ja, ich sehe auch nichts. Also das heißt, das ist eigentlich ein ziemlicher Straight Putt. Ganz am Anfang, die ersten zwei Kästchen, da geht es ein bisschen nach links. Ansonsten, da vorne wieder geht es wieder ein bisschen nach rechts. Eieieiei. Wir werden versuchen, ein kleines bisschen über rechts zu gehen. Ja, wir müssen berghoch, ne? So, jetzt wieder ein bisschen und ja. Ja, das hat schon einen Grund, warum wir die Korn Ferry Tour anführen. On to the number one handicap hole here at Harbor Town, and fittingly the one considered the most difficult, the par 4 8th at 473 yards. Overzealous golfers could run out of fairway when using the driver. But the approach to a narrow green with a long bunker left and water makes the second shot one of the most harrowing on the course. So, der Wind. Okay.
Wir müssen natürlich schauen, dass wir hier sauber ins Fairway reinkommen. Wir müssen den rein drohen, es hilft nichts. Und wir dürfen noch nicht zu weit links sein. Oh, da kann ich mich gut dran erinnern. Da ist, glaube ich, am letzten Tag in dieser Saison, am Sonntag, der Scotty Scheffler da vorne in den Bäumen hier gelegen. Und da hatte er ja doch ziemlich Trouble. Irgendwas war, ist runtergefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob dann ins Wasser oder so. Also auf jeden Fall, die 8 ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir den sauber hier reinkriegen. Dass wir den wirklich hier aufs Fairway bekommen. So, er startet rechts. Und ja, okay. Das sollte eigentlich passen, würde ich sagen. No issues there. Good tee shot in the short grass. Jo, 190 Yards noch bis zum Stock. Das ist ein Eisen 6. A left to right breeze. Something to consider here as he eyes this second shot. Oh. Ja, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ach so, ja, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich, die Kurve macht den Ball auch kürzer. Ja, das ist das Schlimme. Da muss man jetzt eigentlich übers Wasser spielen fast. Ja, und das ist auch so ein typisches P-Dye-Design hier mit diesem langgezogenen Bunker hier am Wasser entlang. Das ist schon wirklich hervorragend. Ja, wir müssen auch hier wieder gucken, dass wir eigentlich ein bisschen dagegen drücken mit einem Draw. Naja gut, ich meine, wenn er uns rechts weghaut, dann das geht noch. Links darf er auf keinen Fall. Und er darf auch ruhig ein bisschen kurz sein im Zweifel. Ach, geht schon wieder gleich rechts, oder? Ja, doch, das passt. Der liegt auf dem Grün, oder? Sauber. Gutes Eisen. Sehr gutes Eisen geschlagen. Now this for birdie. And this putt's going to want to go left all day long. It's back up the slope as well. So, 7 inches heißt, wir gehen definitiv 3. So, ich überlege gerade vorhin, hat es da eigentlich gereicht, dieser lange Putt? Waren wir da eigentlich hinten dran? Nein, ich glaube nicht. So, auch hier gilt wieder etwas mehr über rechts, damit er auf jeden Fall zum... Ja, okay, er wird ja dann dadurch auch etwas länger. Gut. Ja. So sollte es doch, glaube ich, klappen. Ah. Okay. So spielen wir auf jeden Fall das Pärchen Tap-In zum Paar. So, letzte Bahn für die Front 9. Im Moment 22. We wrap up the front 9 here at Harbortown with the 332-yard par 4 9. What this hole lacks in distance, it makes up for by forcing golfers to be strategic off the tee. A large bunker prevents tee shots from running on, so best to lay up short and take a wedge into this boomerang-shaped green. Ach du Schande. Da ist aber ordentlich Wind. Ordentlich Wind, Wind, Wind. Ja, auch an die Bahn kann ich mich gut erinnern. Ja, der rollt uns dann darüber. Der rollt uns dann darüber. Ja, fliegt relativ gerade in die Richtung. Das passt. Oha. That is gonna wind up right down Broadway. A majestic looking tee shot. Oh, das ist ja nur noch ein Pitch. Okay. So not a whole lot left to go here as he'll set up his second, this par 4. 47, okay, 40, 39. Das Ganze, ja, hier bewegt sich, wenn der hier aufkommt, springt er, bounced er eher nach links. Und danach rollt er eher nach rechts. Naja, ich würde es mal so formulieren, auch hier versuchen wir eher Länge vor Richtung. Das müsste aber, wir gehen mal ein bisschen länger und werden den höher anspielen. Also das mit dem Wind, wie gesagt, also bei einem Pitch dürfte das überhaupt gar keine Rolle spielen.
Das finde ich schon spannend. Das finde ich schon spannend. Ja, genau. Okay. Okay. Das war Länge vor Richtung. Yep, played that nicely. That'll work out just fine. A six-footer now for birdie. Ja, und das sieht eigentlich auch wieder gut aus. Leichtes Break von links nach rechts. Level. Ein bisschen mehr Speed mitgeben über die linke Lochkante. Dann dürfte er doch hoffentlich so reinfallen, oder? Sauber! It's a birdie here at the ninth. And that's gonna make this a 234 for the front side. The back nine starts here at the 451-yard par 410. This hole offers one of the few real wide landing zones to take aim at. However, beware of the lagoon left. If you can find the short grass, birdie is very much in play. So, wir sind in South Carolina angekommen, und zwar Harbortown spielen wir, die fünfte Woche auf der Corn Ferry Tour. Das ist der erste Spieltag, der Donnerstag, und das waren die Front 9. Das war's also. Wir schauen jetzt mal hier auf die Scorekarte nochmal. Also wir hatten echt einen ganz, ganz miesen Start, aber dann haben wir uns dann doch ein bisschen ins Turnier reingespielt mit weiteren 4 Birdies, und das Leaderboard sagt, dass wir mittlerweile auf Platz Nummer 6 sind. Also das heißt, wenn wir konzentriert und sauber weiterspielen, dann werden wir auf jeden Fall ins Wochenende kommen, den Cut schaffen, und da dürft ihr sicher gespannt sein. Also Freunde, das war's für diese Front 9, und ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht. In Kürze kommt dann, wir haben es ja so festgelegt, ich danke da auch für eure Kommentare, denn mein Vorschlag wurde ja, sage ich mal, angenommen, wohlwollend angenommen von euch, dass wir die erste Runde, um den Platz kennenzulernen, in der, ich sage mal, etwas längeren Version spielen, mit Flyover und allem drum und dran. Dann spielen wir den zweiten Tag und hoffentlich auch den dritten Tag, wenn wir den Cut geschafft haben, in sozusagen dem Fastplay, und dann spielen wir die 18 Bahnen auch zügig durch in einem Video, um dann hoffentlich den Finaltag wieder genießen zu können, in aller Ruhe mit allen Animationen und Kommentaren wieder in 2 Steps mit Front and Back 9, damit wir da ein kleines bisschen zügiger durchkommen, jetzt die nächsten Tage. Und Ziel muss es sein, vielleicht doch bald hier den dritten Turniersieg einzufahren, um uns dann doch schnellstens auf die PGA Tour zu bringen. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Freut euch auf die Back 9. Ich bin auch schon ein kleines bisschen gespannt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage danke. Tschüss, und wie immer wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.